Und Jalapenos habe ich drauf, weil ich liebe Jalapenos. So Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich hatte jetzt eineinhalb Wochen diese Cam nicht in der Hand. Heute werden wir einfach Burger essen gehen. Ich erkläre euch warum, weil ich Bock habe auf Burger. Und genau, mit Lukas unterwegs. Wir holen jetzt seinen Wagen ab. Sein Wagen war im Service, wir holen den kurz ab und dann geht's Burger essen. Es wird ein kurzes Video. Liken, kommentieren nicht vergessen. Viel Spaß. Wie fandest du Squid Game? Squid Game? Squirt. Gut. Gut. Ja. Warum hatte ich die Cam eigentlich eineinhalb Wochen nicht mehr in der Hand? Ich kann es euch erklären. Ich war krank. Ich war krank, im Bett gelegen, tot. Auf jeden Fall war ich krank. Sami hat sich sehr hart um mich gekümmert. Und jetzt bin ich wieder fit und ich bin wieder back, Leute. Ich werde jetzt Videos nach Videos hier rausballern. So, sind wir endlich da nach einer Stunde Autofahrt. Alhamdulillah. Raus aus der Kotze. So, mach gleich dein Auto auf. Achso, du hast keinen Schlüssel. Ich habe hier Drehgenehmigung, ihr dürft hier nicht filmen. Oh. Soll ich jetzt so reingehen? Ich warte hier, Digga. Aber hol den Schlüssel und mach auf. Ja, Leute, wir sind jetzt da. Auto nach gefühlt 40 Minuten abgeholt. Die Fans wieder. Mercedes-Benz, wir sind da. Hier ist sein Benzo. Schöner Wagen. Und jetzt, Leute, ich habe so Hunger, Mann. Wir werden jetzt straight Burger essen gehen. Aber, also das Problem ist, es ist schon mittlerweile ziemlich spät. Ich habe auf diesen Burger gewartet um mein Leben. Deswegen hoffe ich, da ist jetzt jemand noch und wir können den zerfetzen. Ich gehe anschaffen jetzt. Einfach 500 Euro für Service, Digga. 458, 14. Ach so, dann geht's. Wenn es da keine 500 Euro sind, dann passt eh. Ist Sportcoupé. AMG. AMG, 7G. Ah, okay. Also 5G auch mit Internet. Alles, was du willst. Freunde, nach der guten Unterhaltung. Nee, nach eineinhalb Stunden Autofahrt. Wir sind da. Wir sind da, glaube ich. Unterlass so eine Scheiße, wenn du mit mir im Auto bist. Hast du verstanden? Da ist er doch, ich sehe ihn schon. Die American Flag. Ist das so ein Stand? Ja, Digga, das ist ein Food Truck. Oha, Digga! Wie viele Leute sind denn da, Mann? Krank! Digga, das ist wie der andere Cringe, jetzt mit der Cam da aufzutauchen. Ja. Ich liebe diesen Moment. Leute, wir sind da, Digga. Schaut mal, wie viel da los ist. Okay, es geht eigentlich. So viel ist es gar nicht. Wie gut riecht's? Sei mal ehrlich, Geruchsnote. Vergiss mal. So, Freunde, wir sind da. Ich würde einfach mal sagen, wir bestellen Burger und dann schauen wir, was der Laden so kann. Okay, grüß dich. Also, ich krieg einmal den Pennsylvania Burger. Hier essen. Und den USA House Burger. Also, den Pennsylvania bitte ohne Speck. Okay. Es sind wirklich American Burger. Das heißt, Patties. Smash Patties, alles original aus Amerika. Die benutzen auch das wirklich qualitativ hochwertiges Fleisch. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie die Burger aussehen und wie sie schmecken. Ready? Ja. Yeah. 18:30. What time is it? Das ist einfach schön. Tschüss, Digga, wir haben zweimal Pommes genommen. Richtig schlecht gemacht. Also, ciao, ciao. Ciao, bye. So, Freunde, hier sieht man einmal meinen Burger. Jalapenos, Zwiebeln, Fleisch, das war's. So, Freunde. Wichtig, ja? Brot schön weich. Ich habe einfach einen Clean Burger genommen. Das heißt einfach nur Fleisch, Zwiebeln, clean. Okay? Und Jalapenos habe ich drauf, weil ich liebe Jalapenos. Und?
Also Leute, boah, das Fleisch, schau mal hier rein, das Fleisch schön dünn gesmashed, Jalapenos drin, Zwiebeln drin, dann das Brot, bleibt schon schön der Abdruck drin, ja, es ist richtig gute Qualität und einfach ein Hammerburger. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon besseres Brot gegessen, das Brot finde ich nicht so heftig, aber es ist gut. Alter, hier sind glaube ich Mushrooms drauf noch. Ja, Mann. Ist gut. Ja, Leute, was ich sagen muss auf jeden Fall, dieser Burger ist schon ein Brett, ist eine Ansage. Ihr seht selber, wie hier alles schön. Genau so mag ich meinen Burger. Reinhard! Weißt du, was ich geil finde an einem Burger? Wenn du ihn essen könntest ohne Zähne. Ja. Du kannst einfach so... Es ergeht einfach so schön. Ich weiß selber nicht, was hier gerade abgeht, Alter. Ich mache einfach Party jetzt. Was sagst du dazu? So Freunde, was ich jetzt hier als Fazit sagen kann, ist erstmal haben die mir so einen übertrieben nicen Becher mitgegeben. Dann die Jungs übertrieben freundlich. Kommt's vorbei, probiert's diesen Burger. Ich schwöre euch, da ist mein Siegel drauf. Es wird nicht enttäuschen. Ich gebe diesem Burger keine Note. Ich sage nur so viel, es war ein übertrieben kranker Burger. Lukas hat auch gesagt, Digga, wo findet ihr eigentlich immer so Essensspots und sowas? Hat sich gelohnt, sei ehrlich. Safe. War eine krank lange Fahrt und so, aber hat sich gelohnt. Ich werde dieses Video den besten Burger Münchens nennen, weil es der beste Burger Münchens ist. Er hat frisch geschmeckt, selbst gemacht und nicht so diesen Kettengeschmack, so industriemäßig. So, und wenn wir jetzt gleich hier sind, Leute, lasst gerne ein Like, einen Kommentar da. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr diesen Burgerladen kennt. Wenn nicht, schaut vorbei. Ich glaube, bei diesem Burgerladen war auch The Franklin, haben zumindest die Jungs gemeint. Ja, The Franklin ist zwar jetzt kein Essensexperte, meiner Meinung nach. Spaß. Nein, kein Spaß. Spaß ist nicht. Es ist ernst. Nein, Spaß. Also nein, wirklich kein Spaß. Nein. Digga! Liken, kommentieren, abonnieren. Abonniert diesen Kanal für weitere gute Videos und gute Vlogs. Peace. Du hast was vergessen. Was? She make it clap.